Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich glaube, dass es eher ein Let's Show oder ein Let's Test wird, weil ich euch einfach mal das Spiel Need for Speed Most Wanted zeigen will. Das neueste in der Serie von Need for Speed. Im November kommt ja das neue raus, aber bis dahin ist ja noch eine Weile Zeit und von dem her ist es das aktuellste und das will ich euch jetzt kurz zeigen. Ich glaube, dass ich das Spiel einfach mal zwischendurch rausbringe, also jetzt nicht gebunden an Mittwoch und Donnerstag, so wie Dishonored zum Beispiel. Ich werde das jetzt einfach mal irgendwann raushauen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich genau das Video mache. So, starten wir mit dem BMW. Das ist, ja genau, das ist der M3. Autolock Alarm. Natürlich sind auch die ganzen Sachen wie Kratzer, Dullen und so weiter und so fort alle ziemlich realistisch nachgestellt. Ich mache es doch ein bisschen leiser, dass ihr mich überhaupt versteht, wenn ich mal was sagen will. Da hinten ist noch ein cooles Auto, glaube ich. Ich hoffe, ich kann es auch nehmen. Manchmal geht es nicht, weil da muss man dann so ein Package kaufen von EA. Okay, der funktioniert. Also man kann jetzt extra entweder erkennen und dann aufladen oder die, wo ich schon gefahren habe, sind alle in meinem Speicher drin und die kann ich, da kann ich dann zu dem Auto hinspringen. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe natürlich schon wieder alles oben bis auf NCR Racing habe ich noch 2% statt auf 4 oder 6, ich weiß gar nicht mehr genau, was möglich war. Diese NCR Racing bricht mir meistens immer das Genick. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Das ist nicht zu laut. Wir können dann auch noch ein Rennen machen, kein Problem. Aber jetzt erstmal so ein bisschen als Einführung. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Zum Beispiel Maserati, gehen wir mal zu dem, würde ich sagen. Genau, springen wir mal zu der Karre. Ich glaube, die steht auch ganz günstig an der Autobahn, so wie ich noch weiß. Ah, okay. Ganz nettes Auto. Eigentlich. Da machen wir mal einen U-Turn. Wie es so gut heißt. Aber wir fahren jetzt die andere Richtung, weil da kommt dann die richtig fette Autobahn, wo wir das auch rausfahren können, das Auto. Den Audi R8 geht es weiter. Das ist auch was ganz Nettes eigentlich. Zumindest nicht zu verachten. Im Hintergrund render ich noch, das heißt, es kann ein bisschen länger mal die Ladezeiten dauern.
ich habe die Hupe auf die gleiche Taste wie die Vorderansicht gemacht. Ich habe Hupe einfach, wenn ich hier vorne zeige. Genau, einen ganz netten Abzug. Aber das ist halt ein deutsches Auto jetzt mal zur Abwechslung. Das ist nicht so schön für so ein schönes Auto. Ich kann dann auch noch Corvette zeigen. Chevrolet. Corvette. Ja. Kennt ihr ja die ganze Geschichte. Also es ist schon nicht wirklich alle Spiele, storylastige Mann-und-Baller-Spiele. GTA Open World, Far Cry Open World. Oder jetzt hier einfach. Und allem noch dazu. Sieht das genial aus. Auch wenn unser Fahrrad wahrscheinlich schon ziemlich tot wäre. Ich hoffe, dass mir die Festplatte nicht überläuft. Weil ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Es macht es einfach so, wie ich denke. Dass ihr ein bisschen Einblick bekommt von dem Spiel. Es gibt natürlich auch Polizeiverfolgungen. Die messen ja immer dieses mit der Radarfalle. Ich zeige euch jetzt mal den Chevrolet Camargo. Nehmen wir den Corvette. Ridley Point. Yes. Take it. Okay. Krass, krass. Das ist einer meiner Lieblingsfahrzeuge in dem Spiel. Alle mit langer Motorhaube irgendwie. Ja, sieht schon sehr geil aus. In Gelb sieht natürlich eh krass aus. Aber sonst könnten wir auch aus den Heilstellen fahren und bekommen mal Gesundheit und dann eine Farbe im Auto. Thank you.
schon ein nettes Auto. Ich würde mal sagen, wir wechseln es, auch wenn ich sehr gerne gefahren bin gerade. Wir nehmen jetzt mal den Lamborghini Gallardo. Der ist schon etwas fetter als den alten, den wir vorher gefahren sind. Wie ich doch finde, und das ist auch so natürlich, obwohl der alte natürlich auch Charme hat, aber wir nehmen jetzt mal den anderen. Wenn ich mir so einen Driver-Pack hole, dann kann ich mir dann nachher auch noch Bugatti oder so holen. Wenn ich diesen Pack dann habe. So. Ihr Effektgeräusch ist immer noch ziemlich laut. Deswegen hoffe ich echt, dass ihr mich hört. Wenn ich was sage. Und so weiter und so fort. Und wie allgemein die Reihe findet. So, let's test. Also ich habe noch einige Spiele auf dem PC. Könnte ich euch auch mal alle irgendwie vorstellen. In einem Video, so zwei Stunden, geht ein bisschen öfter überlegt, wo ich immer so 15 Minuten pro Spiel zeige und es dann zu einem Video zusammenschneide. Das wäre mal so. Ja gut, ich habe mehr als 8 Spiele, von der Level ist auch wieder falsch. Sollte man schon zeigen. Ja. Und unser Lambo sieht auch nicht mehr so fresh aus. Okay. Aber er kommt schon ziemlich schnell zum Stehen. Also allgemein die Autos im Spiel. Wenn man es mit GTA vergleicht. Tatsächlich nur ein Bentley, was ganz klassisch ist für welche, die wirklich Geld haben und nicht unbedingt nur auf Geschwindigkeit wie beim Ferrari oder Lamborghini setzen, sondern auf Stil. Da ist sowas sicherlich bekannter und beliebter. Hat aber auch einen netten Sound, so ist es nicht. Hat schon auch Leistung. Verloren. Genau, wenn wir aus dem roten Kreis rauskommen, dann sind wir draußen. Alle Einheiten im Verfolgungsperimeter Straße für Straße abbiegen. Alle
Over. Jetzt müssen wir sie gleich abholen. Drei Verdächtiger entdeckt, der ist mobil. Okay, verstanden. Okay, jetzt hat es uns aber richtig zerlegt. Hab ihn getroffen. Das ist ein fetterer Lambo, glaube ich. Mach mal doch mal ein Hellstar. Das ist ja eine Ladung von dem. Flüchtiger, jetzt neben der Straße. Wir dürfen nicht anhalten. 10-4, Freigabe durch Einsatzleitung. Leider zu viele, obwohl eigentlich hätte ich weiterfahren können im echten Leben, obwohl die dann wahrscheinlich auch irgendwann geschossen hätten, aber haben sie jetzt ja nicht, von dem her, naja, okay, macht ja nichts, soll mich nur etwas stören. Jetzt zeige ich euch das nächste Auto, würde ich sagen, mit dem hatten wir jetzt ja genug zu tun. Machen wir mal einen Porsche. Was wäre denn hier der geilste? Wahrscheinlich der hier. Obwohl der erste auch nicht schlecht war, weil der Panamera ist ja eigentlich eher so eine Familienkutsche, obwohl jetzt auch schon übertrieben ist, aber ich habe jetzt mal den genommen. Ach verdammt, das war der. Na gut. Der andere Porsche wäre jetzt geiler gewesen, weil das ist ein alter. Jetzt den anderen. Der, auf den habe ich jetzt nicht so viel Lust, das sage ich ganz ehrlich. Zack. Der ist doch was. Ja, so sieht ein gescheiter Porsche aus. Hat auch einen ganz anderen Sound, viel kerniger. Aber mir gefällt die Klappe wirklich sehr gut. Ah, Mitsubishi, wollte ich mir sowas einlassen. Ich wundere mich, dass die Motor überhaupt die gleiche Taste wie die Rückkamera geht. Normal ist es ja so schön, nicht üblich, dass man zwei Funktionen auf eine Taste legen kann. Weil das weiß der Funktion, die Spieler in dem Moment nicht, was ich machen soll. Oder der Spieler ist dann auch, wenn ich das kommt, was ich gewünscht habe. Ah,
Der kommt, glaube ich, jetzt dann der Bugatti, so viel ich weiß. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich sag mal, die FPS-Zahl bei Flaps erhöht. Vielleicht kommt dann auch ein besseres Bild raus, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir gerade so ein Tutorial angeschaut. Ah, das ist eine andere Porsche, aber den wollen wir nicht. Ausgedient, mein nettes Auto. Was haben wir denn noch? Ein Ford Raptor. Nimm mal den Ford GT. Also auch ganz nice eigentlich. Und später kann ich euch dann noch einen anderen zeigen. Fällt mir schon ein und dann reicht es, glaube ich, aber auch für die Aufnahme. Einen Aston Martin, dass ihr den auch mal seht. Den wollte ich jetzt zwar nicht nehmen, aber den hätte ich jetzt eh fast vergessen. Ich zeige euch danach dann nämlich den hier. SRT, den Viper, Dodge Viper. So, aber jetzt erstmal hier. Unser schöner Aston Martin. Scheinbaren nehmen, nur dass ihr den auch mal seht, und dann nehme ich aber den Dodge Viper und dann beende ich auch das Video. Gut, als hier Endore ist ja natürlich schon etwas aussieht, ob man würde dem jetzt kein Sportwagen-Limit oder Sportwagen-Niveau zutrauen. Hat er vielleicht auch nicht unbedingt gegen die anderen, aber der zieht schon ganz gut. In der Tankstelle einen Crash gebaut. Wir haben gleich ein neues Auto bekommen. Sehr schön. Okay, dann habt ihr den jetzt auch gesehen. Jetzt zeige ich euch noch zum Abschluss der Folge den Dodge Viper. Ich zeige euch jetzt nicht bewusst nicht den das Muscle Care Car. Kann ich euch auch noch zeigen. Alles einer meiner Lieblingscars.
Verdammt, das regt mich jetzt auf. Ja, man ist so Verfolgung gekommen. Jetzt zeige ich euch noch zum... Wirklich, jetzt kommt wirklich das letzte Auto. Ups, jetzt wäre ich fast auf der Straße gekommen. Wo haben wir denn? Mercedes-Benz. Auch ein richtig geiles Auto. Also wirklich, würde ich gerne in echt fahren. Obwohl, mir würde schon reichen, wenn mein Vater das fahren würde. Könnte ich mitfahren. In Silber natürlich das Beste, finde ich jetzt beim Mercedes. Sehr geiler Sound natürlich. Geile Beschleunigung. Und hinten geht schon der Spoiler nach oben. Ich mag allgemein Autos mit Lano Motor auch gern, aber so Lamborghini und Ferrari fahr ich schlecht. Finde ich beides sehr krass. Aber was man für eine Farbe bekommt, oh, das ist auch nicht schlecht, finde ich. Obwohl der eigentlich in allen Farben schön ist, finde ich. Lamborghini kann schon grellere Farben wie Orange, Grün oder Rot, Gelb sowas tragen, aber den finde ich in klassischen Farben wie Rot, Schwarz, Silber, Weiß, finde ich eigentlich am besten. Und nicht so zum Grillen. Die Radarkamera ist ja meine. Zentrale 1041, ergreift die Flucht. Eine Verfolgungsjagd. Eine Verfolgungsjagd noch. Verstanden, Einsatzleitung gibt Q3-Verfolgung frei. Bitte Position durchgeben, over. Dann werden wir geschnappt oder werden wir verfolgt. Hey, 4, wie lautet die Hersteller und Modell des Verdächtigen, over. Wie gesagt, man kann die Autos entweder nehmen, wenn man hinten und zum Auto wechselt oder eben zu einem Auto springen, so über diese Position. Ja, genau. So. Jetzt muss ich mich noch konzentrieren, dass ich den Bus nicht mehr unten bekomme. So nicht zum Beispiel nämlich. Verdächtiger hat starke Schäden erlitten. Wir fahren trotzdem weiter. Er biegt von der Straße ab. Ich versuche, dir ein bisschen zu verwirren. Ich hoffe, es gelingt mir.
den Code 3 Verdächtigen zu finden. Verdächtiger ist weg, Rotsuche erforderlich, over. 10-4, Rastersuche genehmigt. Komm, wir sind weg. Zentrale, bin wieder am Verdächtigen dran. Scheiße. Nicht, weil ich das Video retten will, sondern einfach, weil ich es doch jetzt eigentlich geschafft habe. Wagen-Einheit. Haben den Typen verloren, kann ihn sonst jemand sehen? 10-4, alle Einheiten zur Rastersuche einleiten, over. Das war jetzt vielleicht gar nicht so doof. Nein, das war es einzig wahre. Also zum gescheiten Drift kann man einiges lösen und spinnen. Das müsste auch nochmal kommen sein, aber bin ich schon fast nicht gemerkt. An alle Einheiten auf Code 3. Einsatzleiter bricht Suche ab. Normalen Dienst fortsetzen. Bleiben wir einfach mal mitten auf der Autobahn stehen. Und jetzt werde ich euch noch schnell zeigen. Müssen wir jetzt eigentlich machen, weil euch schon vielleicht auch Schiff habt ihr gesehen, dass es geht. So, an der Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch gefällt das Format oder auch das Video, das Spiel, wie auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Und bis zum nächsten Mal, wie auch immer das Video dann aussieht, das weiß ich noch nicht. Ciao und habt einen wunderbaren Tag.